Also, ja, natürlich sind das mehrere Kabel, ja, weil da ist ja alles unter das Dach gelegt. Ja, aber jetzt ist die Frage, ist da die Lüsterklemme, gehört die da ran? Oder die gehört da ran und ich nehme mal an, das hat mit der Fassung zu tun, die da mal Sorgen für den ausgefallenen Scheinwerfer benögelt und nötig ist. Ich muss mir da einmal bitte, darf ich mir bitte mal einen Überblick verschaffen, bevor ich das da anschraube, damit das nicht... Jense hat schon tausendmal gesagt, er macht es, aber ja, dann hat er es nicht gemacht. Ja, du weißt ja selber, was er alles zu tun hat. Ja, und heute ist er, glaube ich, heute kommt er gar nicht, ne? Heute kommt er sowieso nicht. Er kommt heute gar nicht, ne? Nein, er kommt heute nicht. Er kommt nicht, ne? Nein, heute kommt er nicht. So, und deswegen habe ich jetzt meine Hilfe angeboten, warte mal. Ja. Meine Hilfe angeboten, warte mal, das muss, glaube ich, durch. Wieso? Moment mal. Nee, warte mal, der Draht nicht. Ein Moment. Wieso jetzt ein Draht durch? Die sind doch alle vorher auch da gewesen. Ja, die sind da, aber einige sind ja auch schon tot. Die sind ja stillgelegt noch von früher. Wieso? Das ist doch bestimmt hier, das geht doch hier bestimmt einmal durch. Gib mir mal bitte jetzt, ich hab den hier jetzt schon rausgezogen, das müsste der sein. Gib mir bitte die Birne. Du bist vorsichtig, ne? Gib mir bitte die Birne. Du, ich möchte erstens nicht, dass du hier als verkohltes Männchen von der Leiter fällst. Mach ich nicht, schon mal. Ne, allein schon, weil ich mein Bier damit nicht aufs Spiel setze. Okay. Ich bin auch schon durstig. Ja, außerdem habe ich schon genug Elektro gemacht. Ich habe bei unserem Haus alles Elektro. Alles mache ich. Alles. So, jetzt pass auf. Das kommt hier ran. So, und... So, pass auf. Jetzt. Achtung. Oh, nein. Nee, warte was mal. Was ist das denn jetzt? Das hier ist, warte mal, da ist das was ausgegangen. Hast dann du jetzt das, einen abgemacht oder nein, was? Nein, dann ist das falsch. Warte mal, ich mache das wieder zurück. Warte. So, und dann noch mal hier, was ist das denn noch? Da ist da so eine komische Verteilerdose noch dahinter. Guck mal dort. Jetzt hast du das. Sag mal. Wusstest du, dass da noch eine Verteilerdose ist? Ja, dann lass die bitte, so, so aber wie da sie sind ist. Zwei Kabel über. Pass auf, und das ist der richtige. Jetzt. Ich habe auch den roten Draht genommen anstatt den blauen, das war ja auch verkehrt. Es ist so praktisch ein Pflanzstecker. So, jetzt, pass auf, jetzt. So, das müssen. Was das nee, ne? Was ist das denn jetzt? Ja, herzlichen Dank. Lichtorgel oder was? Ja, das ist so vielleicht gar nicht mal schlecht, wenn die Würste nicht Dauerlicht kriegen. Da kriegst dann du, da bist du doch verrückt bei. Bei der Beleuchtung hältst ja, du keine... Warte, dann mach ich das nochmal ab und dann kommt das hier dran. So, das muss ja so bestimmen hier. Ich will da auch mal endlich Feierabend haben, sowas jetzt hier. Jetzt, pass auf. Krankenhäuser müssen schließen. Ja, wunderbar. Herzlichen Dank. Dankeschön, so. Ja, danke. Hier nimmst du bitte die Birne zurück. Ja, das, nein. Was denn? Nee, jetzt lass mal gut sein. Ich mache es wieder so, wie es vorher war. Dann mache ich die zwei Stecker wieder zusammen, wie sie vorher waren. Dann kann Jenser das beim nächsten Mal machen. So, pass auf. Das ist ganz einfach. Den hier rein. Warte mal die Zange. Dann mache ich das hier an der Seite wieder weg. So. Und das zusammen. So. Bitte. Jetzt müsste das eigentlich alles wieder angehen. So, bitte. Aha. Kann ich was oder kann ich was nicht? Ja. Bin ich ein reiner Elektriker oder nicht? Also, ich will mal so sagen. Also, du hast gerade mal eben mit viel Glück den Zustand hergestellt, wie der vorher auch schon gewesen war. Ja, aber das muss man ja auch erst mal können, wenn vorher Verwirrung war. Ja, und die Lampe? Ja, die kann Jenser machen, das ist sein Job. Ich mache das ja nur ehrenamtlich. Ja. Es ist ein reines Ehrenamt, dass ich hier deine Lampe repariere. Das möchte ich nur einmal sagen. Ja, du, der Witz ist bloß, du hast ja... Na, ist ja egal. Ist ja nach Hauptsache, dass nichts passiert ist. Ist nichts passiert. Es hätte auch gar nichts passieren können, weil ich arbeite ja mit auf sicher. Ich habe ja, muss sagen, ich habe ja hier Phasenprüfer bei. Meine Zangen haben abisolierte Griffe und so weiter. Da kann überhaupt nichts bei anbrennen. Auf sicher ist, wenn du erstmal Sicherheitshandschuhe anhast. Dann brauchst du... Beim Elektro? Ja, natürlich. Du brauchst auch ein Fingerspitzengefühl, um Schrauben zu drehen, in eine Lüsterklemme. Ja. Was denn für Handschuhe? Fäustlinge dann, oder was? Nee, ganz normal. Die dünnen Dinger, die sie heute anhaben. Hm. Früher war das vielleicht nicht so zu deiner Zeit, aber jetzt haben die diese... Die Elektriker? Ja, logisch. Und Sicherheitsschuhe, Stahlkappe vorne drin. Das geht, da fängt schon mal bei dir mit der Schumilette, gehst du auf ganz dünnen Eis. Ja, auf dünnen Eis gehe ich vielleicht noch mit, aber meine Socken sind ja auch schon ein bisschen, die haben ja schon ein bisschen Verhärtungsgrip über die Jahre. Das ist ja schon fest mal Sorgen. Jetzt hier, pass mal auf meine Socke. Nee, jetzt. Nein, nicht. Ich möchte nicht die Socke sehen. Lass sie mal da unten. Die Socke kann da unten am Fuß bleiben. Du brauchst sie nicht. Ich weiß, wie eine Socke aussieht. Aber das ist für mich, deswegen kann ich Sommer wie wenn dann man sagen, eine Schumilette tragen, weil die Socke vorne schon praktisch eine eigene Vermandelung hat inzwischen. Ne?
Die ist ja trotzdem noch gut. Ich wasche sie ja auch gelegentlich. So ist na, ja dann, da bin ich auf. Dann ja. Ist ja gut, Gott sei Dank. Nee, dann ist ja alles schön. Ne? So ja. Wie jetzt hier mal so, weißt du, von der Leiter, wenn man da immer rauf und runter geht. Ne? Ob ich jetzt gerade überlegt, das ist auch noch mal eine Methode zum Abnehmen eigentlich, weil man da ja in Bewegung bleibt. Das kann ich Herrn Kager jetzt auch noch mal als Diät vorschlagen. Eigentlich keine schlechte Idee. Ne? Weil so wenn er leider rauf und runter geht. Zum Beispiel. Ne? Was ist denn, Moment mal, du hast doch, was hast du mir neulich erzählt? Du hast seinen Bauch gewogen, oder was hast du gesagt, ne? Du hast irgendwas gewogen von ihm. Seinen Bauch habe ich gewogen. Seinen Bauch, ja, ne? Sicher. Es war doch so gewesen. Jetzt wieso hast du seinen, wie hast du seinen Bauch gewogen? Auf der Roten Clara. Kennst du Rote Clara? Die haben doch damals den Büchsenöffner für an der Wand hängen zum so drehen gehabt mit der Kurbel. Und dann gab es noch mal sorgen eine Mehlwaage auch zum Ausklappen mit so einem runden Teller. Da konnte man Mehl einführen oder Zucker und dann hatte man die Schale gleich parat. Und die haben wir benutzt, um den Bauch zu wiegen, weil... Und die heißt Rote Clara, oder was? Hab ich mal so genannt. Ich glaube, der Büchsenöffner hieß Rote Clara, aber die gleiche Firma, ja, weil sie rot war, die das Rote Clara. Und die Waage auch, oder was? Ja, ist von derselben Firma. Und die war an der Wand dran, ja. So eine Wandwaage. Ja. Wand. Und dann ist das natürlich abgeglitscht, weil er dann natürlich von seiner Übergewichtigkeit und so weiter. Das Ganze war ja folgendermaßen. Ich hatte mir ja ausgedacht, mal sorgen, weil er schon ein paar Diäten abgelehnt hatte, wie du vielleicht dich erinnerst, habe ich schon mal erzählt. Er hatte immer abgebrochen nach drei Tagen. Genau, und nur hat Frau Kager ja sowieso die Nerven verloren und hat gesagt, sie fährt jetzt aufs Land zu ihrer Schwester und sie kommt erst wieder, wenn er das mal ernst nimmt. Nein, ist nicht dein Ernst. Ja, sicher. Weil er der Arzt... Sie ist abgehauen. Sie ist abgehauen. Da hängt ja gesagt, jetzt schon wieder der Haussegen schief. Ja, nee, Moment, warte mal bitte. So. Und dann habe ich gesagt, aber ich helfe ihm und habe Frau Kager Mut gemacht, dass ich mit ihm wahrscheinlich eine Diät finde, dass er da auch mal bei bleibt. So. Und dann habe ich überlegt, weil ich das ja extra ausprobiert hatte, mir sorgen mit der Hypnose, dass mir sorgen, die Wurst habe ich doch mit der lachenden Gesichtswurst, habe ich doch die Hypnose abnehmen, Fettburner. Versuch gemacht. Weißt du doch, habe ich doch hier einmal gezeigt. Du hast eine Wurst hypnotisiert, ja, oder was? Ja, sicher. Und dann hat die unter Hypnose Fett verloren. Weil ich habe mich ja mit der Wurst vorher auf die Waage aufgestellt. Dann bin ich runtergegangen. Dann habe ich die Wurst hypnotisiert, sodass sie meiner Meinung nach Fett verliert. Die Scheibe? Dann, ja, drei Scheiben waren das. Dann habe ich mich alleine gewogen auf der Waage auf. Dann bin ich wieder runtergegangen. Dann habe ich mit der hypnotisierten Wurst mich nochmal aufgestellt und das Ganze abgezogen voneinander. Weil ich muss mich ja auch alleine wiegen, wie im Supermarkt. Wenn du eine Dose mit Salami kaufst, da wird ja die Dose vorher auch ausgewogen. So, und dann habe ich auch festgestellt, muss sagen, dass das weniger geworden ist. Und das hatte ich Herrn Kager angeboten und habe gesagt, Herr Kager, ich habe für Sie die Hypnose-Diät, das wäre doch vielleicht was für Sie. Stellen Sie sich mal bitte auf eine Personenwaage auf, ich hypnotisiere Ihren Bauch und Sie werden wahrscheinlich während der Hypnose schon die Gewichtsabnahme spüren. Und dann können Sie, und dann hat er gleich gesagt, nee, ich kann die nicht spüren und auch nicht ablesen, weil mein Bauch ist ja im Weg. Achso, er kann gar nicht gucken, was er... kann gar nicht gucken, weil der Bauch über den Sichtfeld ist. Er weiß gar nicht, was er wiegt. Er weiß das schon, aber er kann... Vom Gefühl her. Aber er kann nicht sehen, wie viel er abgenommen hat während der Hypnose. Und daraufhin habe ich gesagt, gut, dann müssen wir den Bauch alleine wiegen. Also wie die Wurst praktisch. Ja, so wie das mal war mit Nadel. Weißt noch, die hat doch mal die Oberweide gewogen. In einer Fernsehsendung mit so einem Band drum und dann haben sie das mit einer Kofferwaage, haben sie doch mal sorgen, die Dinger da gewogen, die Möpse. Nein, ist nicht dein Ernst. Säger, in der Fernsehsendung drin. Was war das denn für eine Fernsehsendung? War mal. Was war das für eine Sendung? Weiß ich nicht, ist schon eine Weile her, aber das Prinzip, dass man... Beide oder was haben sie gewogen? Nacheinander, glaube ich, da war ein Japaner, der hat dann irgendwie so eine Kofferwaage hochgezogen oder so. Und da habe ich zu ihnen gesagt... Und was haben die gewogen, die Dinger? Weißt du das noch? Das interessiert dich jetzt. Ja, wieso denn nicht? Wieso interessiert dich das, was die Möpse von Nadel gewogen haben? Ja, war jetzt nur eine Interessenfrage. Das ist so eine sehr interessante Sache. Da kannst du auch bei Naked Attraction mitmachen. Naja, wieso? Ich meine, das wird ja nicht alle Tage... Eben, bitte. Und es hat ja auch nicht funktioniert. Da habe ich zu Herrn Kager gesagt, dann müssen wir ihren Bauch einzeln wiegen. Dann ist das aber eine Kofferwaage, haben Sie nicht? Also mal schön rauf auf die Rote Clara. Und dann ist die Rote Clara abgebrochen und dann war ja der Ärger am größten. Ach, du hast den Bauch. Er ist da so rauf oben auf Resopal auf und dann hat er so nicht wirklich funktioniert. Und dann ist das Ding doch so abgebrochen und dann war ja sowieso Feierabend. Dann hat sie ja gesagt, so jetzt ist Schluss. Du nimmst das nicht ernst, hat sie zu ihm gesagt. Also mit anderen Worten, der Bauch, der ging gar nicht zu wiegen. Ne? Das war ging nicht, aber ein Satz mit X. War ein Satz mit X. Hm. Aber er muss ja trotzdem Diät machen, mein Ingo. Ja, das ist klar. Natürlich, sowieso. So, und dann habe ich zu ihm gesagt, Herr Kager,
Sie müssen das doch auch mal ernst nehmen, weil Sie haben kaputte Gelenke und der Arzt hat gesagt, Sie müssen Gewicht reduzieren. Ja, ich meine, wenn er alles nach 3 Tagen abbricht, muss er sich auch nicht wundern. So, ne? Und deswegen habe ich zu Ihnen verschiedene Vorschläge gemacht. Ja. Ne? So, weißt du was, da bin ich nämlich neulich mit Giovanni aufgekommen. Hm. Da war doch jetzt hier, mal sagen, war doch hier, G20-Gipfel kommt doch jetzt bald. Ne? Ach Gott, hör auf da. So, und da machen Sie doch jetzt alle möglichen Übungen auch schon. Hm. Ne? Weißt du? Von der Polizei? Ja, sicher. Mhm. Zum Beispiel, wenn die dann mit einem Konvoi kommen, das verraten sie ja vorher nicht, damit das aus Sicherheitsgründen irgendwie alles glatt geht. Ja, ja, ja. Ne? Und dann, die kommen dann irgendwann, Putin und hier Erdogan und hier, weiß ich nicht, Trump und so. Und das sorgen sie ja nicht vorher, wann die kommen. Nee. So, und dann haben sie nämlich jetzt die Woche, weißt du, Montag oder Dienstag haben sie das hier in Hamburg geübt, spontan die Straßen abzusperren. Ne? Mhm. Haben sie geübt, dass sie das eben, wenn die sorgen, die kommen jetzt und so, zack, dass sie in ein paar Minuten... Dass sie das ganz schnell... So, als er doch verdicht, hier oben zum großen Neumarkt war, alles war dicht. Mhm. So, und da war ich nämlich mit Giovanni gerade unterwegs, weil der auf dem Markt war, ne? Mit dem Auto. Und da sind wir da auch in Stau gekommen, der hat er ja ewig gebraucht, zurück. Und dann haben wir uns da auch ein bisschen über unterhalten. Ja. Und mal sagen, wusstest du, dass man so... Die schweißen ja die Gullideckel zu, ne? Ach ja, damit die da... aus Sicherheitsgründen. Damit da keiner irgendwie... so den hier, ne? Aus Sicherheitsgründen. Und das habe ich gelesen, eine größte Gullideckel, Zuschweiße, Reiben sorgen, seit es das überhaupt aus Sicherheitsgründen gemacht wird hier in Hamburg. Seit es den Gullideckel gibt wahrscheinlich. Mir Beine, ne? Machen wir gleich noch ein Bier, klar. Ja. So alles in allem, ne? So. Und dann habe ich überlegt... Was passiert denn eigentlich hier in Hamburg? Erst mal sorgen, immer mal Hochwasser oder mal Sturm oder sowas. Mhm. Und dann steigt der Wasserpegel und wenn die Pech haben, auch der Güllepegel in der Kanalisation. Mhm. So. Und was passiert denn bitte schön, wenn das passiert in der Woche, wo die Gullideckel geschweißt sind? Da ist doch keiner mehr da, der die Dinger dann aufmachen kann und kann doch reparieren. Ja, aber Ditsche. So doll kann das doch gar nicht steigen. Weißt du doch nicht. Ja, aber das ist doch Meter tiefer als man weiß es doch nicht. Es kann ja passieren. Da müssen sie sich doch gegen absichern. Und da habe ich mir gedacht, da wird es wahrscheinlich mal sorgen, eine Verordnung geben, dass die Leute in der Zeit nicht viel essen dürfen. Hier wird es mit Sicherheit eine Verordnung geben, damit sie nicht so oft auf Klo gehen. Nur weiche Sachen, nur Wasser. Glaube ich. Aber die haben doch auch Löcher, die Deckel, Ditsche. Hallo. Ja, aber möchtest du, dass die Gülle von ganz Hamburg oben aus der Straße rauskommt? Nein, das will keiner, das ist klar. Dann werden sie die Leute evakuieren. Da war doch jetzt in Hannover eine große Evakuierung, angeblich wegen Bombenfund. Größte Evakuierung nach dem Krieg. Was heißt angeblich? 50.000 Leute auf einmal evakuiert. Das war eine Übung dafür, dass sie hier die dicken Leute evakuieren, die sich doch nicht anhalten wollen. Wieso, aber da haben sie doch die Fotos gezeigt mit den dicken Bomben. Also Fake News ist das Stichwort. Was ist das? Fake News. Fake News, ja, ja. Das hast du jetzt auch ein neues Wort gelernt. Ne? Ich hab zu Herrn Kerger gesagt, machen wir die Sache kurz. Möchten Sie zu den Leuten gehören, die wegen, jetzt mal sagen, G20-Gipfelverordnung, mal sagen, in der Lüneburger Heide evakuiert werden, weil sie hier weiter essen wollen? Oder wollen Sie Diät machen? Nein, nein, dann mache ich Diät und so weiter. Lüneburger Heide, nein, da war ich mal in Hösseringen, war ich mal auf eine Klassenreise und hatte ein traumatisches Erlebnis. Und so weiter. Lüneburger Heide, da will er deswegen, jetzt fängt er an abzunehmen, weil er nicht in den... Der hat doch auch einen an der Marmel, oder? Das sage ich ja schon lange, aber ich gebe mir Mühe. So, und dann habe ich mir hier noch was anderes ausgedacht. Da habe ich zu ihm gesagt, lieber Kerger, dann machen wir mal was anderes, habe ich gerade gehört. Hm. Mal sorgen. Das heißt, ich habe nur gesagt, dass ich das gerade gehört habe. Ich meine, ich hatte es mal gehört. Hm. Aber es macht auch Sinn, wenn man über nachdenkt. Und zwar mir sorgen eine Alaska-Diät, mein Ingemann. Nur, Abnehmen durch Kälte ist das Stichwort. Weißt du, wenn der Körper unterkühlt wird, dann mir sorgen, wendet er ja Energie auf, um sich zu wärmen. Ja. Und dadurch verbrennt er ja. Das ist ein reiner Fettburner. Weißt du? Und das hat ihn auch eingeleuchtet, erstmal. Von der Logik jetzt hier. Von der Logik her ist das. Kann das sogar sein? So, und dann habe ich gesagt, wissen Sie, was wir machen? Ich fülle die Badewanne mit kaltem Wasser, aber nur mir sorgen maximal zur Hälfte, weil Sie haben ja auch eine gewisse Tonnageverdrängung, habe ich zu Ihnen gesagt. Dann füllen wir in Plastikbeutel Kaltwasser ein, machen die Knoten rein, so in der Größe wie ein Handball. 5, 6, 7 Dinger legen die erstmal in die Gefriertruhe, bis das richtige Eisklötze sind und packen die dort dazu. Vielleicht noch 3, 4 Verschlusskappen Tritop. Es darf ja auch schmecken.
dann noch schön rein, Limette. Wieso Tritop? Ja, einfach so, damit es auch ein bisschen duftet und schmeckt. Und wenn er sich dann wieso da rein soll er das trinken? Er soll da nur drinnen baden. Er soll da drin liegen, aber er kann vielleicht auch zwischendurch schlabbern. Ich meine, wer verbietet das, eine solche Kältediät auch vielleicht kleine an? Ich habe auch gesagt, sie können auch was essen. Wie man sorgen die Eskimos, obwohl man nicht Eskimo sorgen darf, sondern Inuit, habe ich gelernt. Die essen nur kalten Fisch. Wusstest du das, mein Engelmann? Ja, die haben ja sonst auch nichts. Wir können den ja vormachen. Machen sie aber nicht. Hast du schon mal einen Dicken in Alaska rumlaufen sehen? Die sind alle schlank. Ich habe überhaupt noch keinen in Alaska rumlaufen sehen, weil ich da gar nicht war. Damit geht das schon mal los. Also da kann ich gar nicht sagen, ob da einer dick ist oder nicht. Da ist bestimmt auch einer dick oder mehrere. Dann einer vielleicht. Einer. Wieso? Aber wenn die... Das ist ja auch egal. Jedenfalls habe ich gesagt, der darf auch Fischstäbchen, kann er auch noch essen vielleicht. Aber kalt gleich aus der Packung oder Erbsen und die Hände dann mal sorgen gleich rein wie Lady Gaga. Die hat doch ihre Hände erst nicht gesehen. In Erbsen? Weil die Hände in so Erbsentüten reingesteckt, weil da irgendwas auer war. Mhm. So, und dann hat er gesagt, nee, macht er nicht. Wie lange muss ich denn da drin liegen bleiben? Habe ich gesagt, jo, Herr Karger, wie lange muss ich dort drin liegen bleiben? So lange, bis das Wasser warm ist. Nein, das ist nicht dein Ernst. Sie zittern sich schlank. Doch, Sie zittern sich schlank, hab ich gesagt. Das wollt ihr denn auch nicht? Wollt ihr nicht? Wollt ihr nicht? Ich sag, sie wollen alles nicht, dass er kein Wunder, dass ihre Frau wegläuft. Ja. So, und dann hab ich ihm zum Schluss noch was, hab ich gesagt, dann können wir nur noch zu FDH zurückkehren. Friss die Hälfte, ist das Stichwort. No, das ist doch aber auch schon lange überholt. Ja, aber das bringt ja was, wenn du weniger isst, wirst du ja immer dünn. Ja, okay. Aber von der Gesundheit her ist das auch wieder eine andere Sache. Aber ich hatte eine Weltidee dafür. Eine Weltidee? Das macht er jetzt, glaube ich, ein paar Tage. Mal sehen, ob er dabei bleibt. Was denn? FTH, aber mit figelinischen Trick 17 mehr Selbstüberlistung. Nämlich? Ich habe ihm Teller hingeschickt. Ich habe gesagt, im Kühlschrank waren zum Beispiel eine Dose Böglunder Würstchen, weil ihr die so gerne isst. Sag ich, wie viel essen Sie normal davon? Sagt er, zwei Pärchen. So, jetzt habe ich einen Suppenteller genommen. Dann hat er im Bad so einen Rasierspiegel, ungefähr so die Größe, weißt du? Da ist hinten so ein Drahtbügel dran, den kann man ausklappen und den so hinstellen, weißt du? So, den habe ich ihn in Teller gestellt, in der Mitte vom Teller und habe zwei Würstchen nur genommen und davor gelegt. Es sieht ja alles doppelt, ne? So, und dann habe ich gesagt, setzen Sie sich bitte mal hin und gucken Sie doch bitte mal rein. So, jetzt haben Sie das Gefühl, Sie sehen vier Würstchen und wenn Sie die aufgegessen haben, haben Sie das Gefühl, Sie haben vier Würstchen gegessen, Sie haben aber nur zwei. Daher kommt das auch, das Auge isst mit. Das ist meine Meinung. Jetzt wollen wir mal sehen, ob er dabei bleibt. Aha, also eine Spiegeldiät sozusagen, ne? Es ist eine reine Spiegeldiät. Quasi, ne? Quasi eine reine Spiegeldiät. Na ja, immerhin. Ach, Knudi, ich dachte schon, heute kommt gar keiner. Knud. Es ist so einsam hier ohne Jenser. Aber jetzt kommt Knudi. Na, und wie geht's? Ist er doch gar nicht da hier. Jenser ist heute nicht da, er ist irgendwie unterwegs. Ja, er ist unterwegs, ja. Na? Das kommt vor, ne? Knud. Ingo. Alles klärchen? Jo. Ja. Alles super. Ja, das war schön, du. Hat er noch einen Schirm mitgenommen, weil vorhin hat es geregnet, oder? Ich hab das geträumt. Ja. Ich war eingeduselt vom Fernseher. Ach so. Ich dachte, du hast geträumt. Es hat ja auch geregnet. Und dann habe ich Hunger gekriegt. Siehst du? Hat man immer, wenn man schläft und aufwacht, hat man Hunger. Deswegen ist der Kager auch so dick, weil der so oft auf dem Sofa liegt und pennt. So, aber jetzt habe ich gar keinen Hunger mehr, aber du hast. Ja, du hast ein schönes Bierchen, oder? Schönes Bier, das wäre gar nicht schlecht. Schau mal hier, weißt du was? Hast du gesehen hier bei RDL 2, Naked Attraction? Naked Attraction, hast du gesehen? Nee, da habe ich gehört von, dass die, sag mal. Kennst du nicht, weißt du nicht? Naked Attraction. Wo die da alle bitte, entstanden. Bitte, es sind. Unten blank gezogen. Es erstmal sagen. Und oben vorne die so in so einer Kiste drin. Da stehen sechs Telefonzellen nebeneinander, telefonzellenartige Glaskästen. Ja. Und dann ist das so wie auf dem Stall mit Hollywood-Pferde, wo du so oben ein Tor aufmachen kannst, nur umgekehrt. Eine Klöschnacktür, so heißt es. So, und dann ist also oben, da kannst du die Leute von unten sehen und dann. Bitte, dann ist oben, dann ist oben zu, weißt du, bei sechs Leute. Und unten siehst du nur ein Piedel und ein Händern und eine Beine. Und dann steht dann eine Frau davor und darf sich dann danach einen aussuchen. Ja, so. Ich dachte, die müssten raten, wem das gehört. Nee, die suchen sich dann einen aus. Auch so. Ja. Weißt du, das ist so ähnlich wie damals die Schokolade. Kennst du die noch, wo man da so durchschieben konnte? Ja, immer? Genau, wo sie die Kopf und Bauch Füße und Bauch und die haben ja auch immer den Kopf rausgezogen, sodass man nur entweder die zwei gesehen hat oder man hat nur den Kopf und die Beine und so weiter. Nach dem Prinzip ist das. Und es gibt es ja auch umgekehrt.
Doch, dass mir Sorgen jetzt hier Frauen da stehen. Ja, natürlich. Ja, logisch. Und ein Mann steht davor und sucht sich das aus. Dann kann man sich eine aussuchen. Und was machen die denn? Weiß ich nicht. Welcher heiratet oder was? Ja, und dann kommen die da raus. Dann sagt er so, hier, ich nehme die jetzt, weiß ich nicht, da die zweite von links oder so. Und dann geht da die Tür auf. Und dann kommt sie da raus. Und dann kommt sie dann nackt raus und sagt, hallo. Das wäre doch Und dann sagt er auch, hallo. Das wäre doch etwas für dich, mein Engelmann. Für mich, ja, nee, das ist richtig, ja. Ja, ja. Dann schaue ich mir das auch an. Das wäre was für mich. Natürlich hier im Laden, ne? Hier kann so hier Boxen abbauen. Ich sag mal Prost. Ja, nicht für dich persönlich, natürlich. Nee. Nein, nur für die Kunden. Nee, für deine Hähnchen. Für was? Für deine Hähnchen. Da mit einem Hähnchengrillball, der am Fenster ist. Aha. Das ist doch eine Weltidee. Das ist eine reine Weltidee. Dass man nur noch die Hälfte sieht und dann... Ja, rein erotisch. Erotisch verkauft. Das ist schon ein altes Verkaufsmittel. Das ist überhaupt eine Weltidee. Eine Welt. Da packst du die Hähnchen rein und dann holst du Dekofix und klebst oben die Hälfte ab. Und dann drehen sich die immer mal so einmal so und dann sieht man immer nur die Hälfte. Und dann hängst du ein Schild vorne raus. Weißt du? Chicken McNuggets. Schicken McNuggets. So, und dann kommen die Leute an, weißt du, die kommen an und sehen dann und stehen davor und sagen, oh, welches Hähnchen ist wohl das Leckerste? Und dann ist ein Menschenauflauf und dann kommen die Leute rein und da hast du gleich Kunden, das ist so eine Weltidee. Nicht schlecht. Doch, nicht schlecht. Ne? Sie ist nur ein halbes. Dann, Chicken McNuggets, auch nicht schlecht. Oh. Ist ja sowieso schon ein halbes. Da siehst du nur noch ein Viertel. Du drehst doch nicht ein halbes Hähnchen drin, ein ganzes drehst du doch. Ja, aber was sie kriegen, ist ein halbes. Ja, da können sie sich die Hälfte dann nehmen, die sie dann beim Drehen gut finden. Die sie besser finden. Ja, sicher. Die bessere Hälfte. Ja, sicher. Und die schlechtere soll ich billiger machen, oder was? Wenn die Leute raus sind, nimmst du die wieder und baggerst die mit der anderen schlechten Hälfte zusammen und drehst wieder ein. Ich bagger die zusammen. mit was? Mit Uhu oder was? Nadel und Faden. Ja, sicher. Es gibt auch bei der Roulade. Dr. Frankenstein in Imbiss. Es gibt auch bei der Roulade. Schön, das stimmt, das stimmt. Die Roulade wird auch zusammengebunden. Ich nehme die wieder zusammen. Ich habe ja sonst nichts zu tun, Knut. Weißt du, da kann ich ja wohl mal ein paar Hähnchenhälften zusammennehmen. Ich kann die ja auch wieder beatmen. Vielleicht laufen die ja wieder dann, ne? Kann ich auch machen, ne? Oder unter Strom, hier, wenn du das soll... Was ist das denn überhaupt für ein Loch in der Decke da? Da habe ich keine Achse mit drin. Ich habe nur versucht, es zu reparieren. Aber darunter sind eine ganze Reihe von Draht- und Verteilerdosen-Altlasten aus früherer Nutzung, die ich so ohne weiteres mit nicht... Mit Glück hat das gerade wieder mal so hingekriegt, wie es vorher war. Du hättest mal hier, war richtig Stroboskop-Disco-Licht. Er hat so wieder hingekriegt, wie es vorher war. Ja, sicher, das muss man auch erstmal schaffen. Es ist eine reine Netto-Baustelle da oben in Dunkeln. Man weiß nie, was man findet, wenn man irgendwo buddelt und macht und tut. Jetzt mal sorgen, wenn da irgendwelche Kabel noch von früher liegen. Das muss ja auch Gründe geben, warum die Decke da angezogen wurde. Das weißt du doch gar nicht. Die Decke? Ja, wieso die Decke? Ja, die war mal höher. Die war mal höher. Ja, auf jeden Fall. Das ist doch genauso. Jetzt hier hast du mitgekriegt, hier in Stuttgart 21 ist das Stichwort. Weißt du doch, wo sie in Stuttgart für die Eisenbahn unten alles aufbuddeln? Ja, und hier so ist sie höher, die Decke. Ja, klar. Das ist ja noch nie aufgefallen, weil du da nie bist, wahrscheinlich. Ja, ich bin hier nie. Nee, hier ist... Weiß ich nicht. Aber wenn er demnächst die Hähnchen noch mal, dann ist er öfter nie. Ich mache ja nie Hähnchen, ne? Nie. Machst du gar nicht? Nein, das ist nur Deko da. Das ist ich höre die Ironie schon raus, mein Engelmann. Deswegen kannst du meine Geschäftsidee durchaus mal in Erwägung ziehen. Ich bin da nie, weißt du. Ich habe es nur daraus geschlossen, weil du gesagt hast, auch hier ist die Decke höher. Das hätte ich ja gedacht, dass dir das vielleicht mal eher auffällt. Ich bin doch hier kein Inneneinrichter, hallo? Aber du bist ein reiner Besitzer. Du bist doch ein reiner Besitzer von dem Muggelbude. Ja. Da musst du doch wissen, wo die Decke hoch und tief ist. Ja, wieso muss ich das wissen? Guck mal, ich bin hier seit mindestens, wie lange bin ich hier? 18 Jahre. Ja. Ja. Bin ich und da zurechtgekommen. Und hast noch nie nach oben geguckt. Ohne, dass ich das wusste. Tom Cruise könnte an der Decke hängen. Mission Impossible. Und du würdest ihn nicht sehen. Warte mal, ich guck mal eben. Ja, nee, er hängt da nicht mehr. Ja, aber jetzt trotzdem mal. Apropos, wollte ich kurz noch mal sagen. Hier, Stuttgart 21. Ja, so, da ist nämlich auch, haben sie eine Baustelle auch nicht mitgerechnet. Da können sie im Moment nicht weiterbauen. Da haben sie fast 400 Eidechsen gefunden.
besorgen. Ach, ja. Und die müssen sie jetzt entsorgen und umtopfen woanders, dass die wohnen, auch als Sorgengruppe und so weiter. Und das kostet irgendwie den Steuerzoller 1,5 Mio. oder sowas insgesamt, die ganze Aktion. Für wie viele? Fast 400. 400? Oh, fast 400. Wie viel kostet das? Ja, ungefähr 1,5 Mio. oder so, ungefähr 4.000 Euro standen in der Zeitung pro Tier. Rechnet man mit Versorgung, mit allem drum und dran und schnicki schnacki. Die können Sie doch verschenken. Hier können Sie auch noch, zwei reinsetzen. Aber weißt, was ich gedacht habe? Die können Sie immer sorgen, wunderbar nutzen und vielleicht sogar Geld mit reinholen. Weil weißt du was? Ist dir schon mal aufgefallen, so eine Eidechse, so eine reine Eidechse, von der Form von Kopf her und von allem, ist hier. Sieht ja aus wie so ein bisschen wie der ICE auch von vorne, ne, mit den Brüllen und so weiter. So, und jetzt gibt es doch auf jeden, mal sagen, Bahnhof fast in Deutschland, habe ich auch gesehen. In Köln auf jeden Fall, hat mir mal erzählt, in Leipzig, Hamburg war auch schon mal, München bestimmt auch. Gibt es doch diese großen Schaukästen, wo denn so Eisenbahnen drin sind. Weißt du? Ja. Dann können Sie doch mal sagen, 12, 13 Eidechsen nehmen mit Lebensmittelfarbe weiß anstreichern, mit einem roten Band drum und dann hängt man die so hintereinander und dann packt man die da auf und dann können die anstatt der Züge, können die denn da so laufen, dann verbrauchen sie keinen Strom für ein Trafo von der Elektroeisenbahn. Mhm. Das ist so eine Weltidee an und für sich. Dann bringen die noch Geld rein. Mhm. Und weißt, was das Beste ist, habe ich mir überlegt. Mal sagen, weißt du, was die auch, die haben ja auch was gemeinsam. Was guckst du denn so? Ja, ich denke gerade an die Tierschützer dabei, weißt du? Ist das doch ein rein die schreien Hurra! In normalen Biotop. Das war dann mit der weißen Farbe. Ja, das Lebensmittelfarbe. Gibt doch auch und Farbe. Dann bindest du die aneinander. Die hängen sich ineinander. Ja. Und sie können auch, wenn sie die Beine so umknicken, können sie ja auch auf vier Fleischmann, H0 oder Märklin einklappen, ausklappen und sind auf jeder Spurenbreit. Können sie einklappen, ausklappen. Aber sie haben auch noch eine andere Gemeinsamkeit mit dem ICE. Nein. Weil der ICE bleibt ja auch manchmal auf der Strecke stehen, im Winter oder im Sommer, wenn eine Klimaanlage ausfällt. Das oder kommt vor, ja. Und das ist bei einer, mal sagen, bei einer Eidechse genauso. Die verharrt auch bei großer Hitze oder bei großer Kälte. Verharrt sie auch, mein Ingomar. Ja, das ist richtig. So, und dann wirft sie ja auch manchmal einen Schwanz ab, ne? Wusstest du das? Ja, und der wächst dann nach. Der wächst nach. So, und das ist ja im Grunde genau das Gleiche, wie wenn der ICE den letzten Wagen abkoppelt. Dann können Sie den Schwanz noch nehmen und dann machen Sie noch eine Silberkappe auf und einen Schlüsselring und dann können Sie das neben den Schaukasten mit der Eisenbahn noch in Kaugummi-Automat verkaufen. Ja, wunderbar. Können Sie doch. Ja, das sind immer die Sätze, weißt du, Knut. Können Sie doch. Weißt du, wenn das ist das. Ja. Ne, können Sie doch. Das ist genauso wie Patrick Wasserzieher von Sky. Der hat doch, war doch jetzt ein Film, wo haben sie gezeigt, wo ein Praktikant das umgerührt hat. Der kann doch sich einfach aus dem Aquarium, aus seinem Sky 90 Studio, kann er sich doch einen Fisch nehmen und kann den doch in seine Cafeteria packen. Dann rührt der Fisch ihm das um. Das kann er alles machen. Und dann kann er ihn danach doch wieder reinpacken. Das kann er alles machen. Ein Hilfstier. Ja, ein Hilfsfisch. Ein Rührfisch sozusagen. Hilfsfisch.